Eberweider Video. Wir sind hier auf dem Lausitzring beim Fotoshooting von TMM und haben jetzt ein Interview mit Michaela Schäfer. Sie sind nicht nur das prominente Gesicht für den Boxenstopp-Kalender, sondern neuerdings auch für einen Uhrenhersteller. Ist das die neue, bravere Michaela Schäfer? Ja, für viele sehr eigenartig. Ups, Michaela wirbt jetzt für einen Uhrenhersteller. Aber ich sage ja immer, ich trage immer sehr, sehr gerne wenig. Und Uhren bedecken ja auch nur das Handgelenk. Ist Ihnen die deutsche Medienlandschaft in dieser Hinsicht vielleicht zu spießig? Also ich finde die deutsche Medienlandschaft jetzt nicht unbedingt zu spießig. Die Deutschen an sich, finde ich manchmal, könnten ein bisschen mehr Mut zur Erotik haben. Also wenn ich das so vergleiche mit zum Beispiel England oder anderen Ländern, da sind ja Glamour Girls, Erotikmodels wirklich sehr angesehen, ja, so wie Katie Price oder Judy Marsh. Könnten Sie sich vorstellen, auch ins Ausland zu gehen? Ich möchte unbedingt in die USA gehen, aber nicht, weil ich jetzt sage, ich will jetzt Megastar werden in Amerika, sondern einfach, um Erfahrung zu sammeln. Also die Amerikaner arbeiten ganz anders, da sind ganz andere Maßstäbe gesetzt worden und einfach nur aus Interesse würde ich gerne mit dem amerikanischen Team arbeiten. Und vielleicht auch für ein paar amerikanische Kunden. Aber was ich jetzt erstmal in Angriff nehme, ist auf jeden Fall nach England zu gehen. Dort möchte ich auf jeden Fall eine große Tageszeitung kommen, die Sun. Seite 3 Mädchen werden, so wie es Katie Price von mir geschafft hat. Und das ist so gerade mein großes Ziel. Und ich treffe natürlich jetzt auch demnächst Hugh Hefner. Und schau mal, ob er noch lebendig im Kopf ist und irgendwie vielleicht mich einlädt in die USA, obwohl ich nicht blond bin. Sie planen ja eine eigene Erotik-Lifestyle-Sendung. Wie ist denn da der Stand? Ja, das ist schon lange mein großer Traum, sowas wie Piep irgendwie nochmal ins Leben zu rufen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, sowas zu etablieren im deutschen Fernsehen, weil natürlich auch viele Angst haben. Ich bin fast so weit, dass ich sage, ich produziere das einfach alles selber, weil man muss einfach alles selber in die Hand nehmen, nur so kommt man auch weiter. Hat denn ein Sender schon Interesse angemeldet? Interesse an Erotik, an Sexualität und an dem ganzen Stuff gibt es genug, klar. Aber der letzte Schritt fehlt. Halt wirklich der Schritt, dass der Sender sagt, okay, ich traue mich jetzt daran. Ich gehe das Risiko ein. Sowas gibt es noch nicht im deutschen Fernsehen und wir machen das. Aber ich glaube, man bringt in den nächsten Jahren eine Erotik-Sendung durch. Also ich glaube da ganz fest dran und bis jetzt hat alles geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Werden Sie die Studenten in Mittweida auch weiterhin unterstützen? Ja, natürlich werde ich der Hochschule weiter treu bleiben. Wer weiß, vielleicht bin ich ja auch in ein paar Jahren auch Studentin.